Stille im Raum. So wie man es normalerweise an einer Schule nicht unbedingt gewohnt ist. Gebannt lauschen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Adolfinum der ukrainischen Autorin Tanja Maljatschuk. Zum traurigen Jahrestag des Ukraine-Kriegs wird die Autorin emotional. Ja, das ist ein trauriges Datum. Ich habe mir aber auch nicht geglaubt, dass ich dieses Jahr überleben werde, ehrlich gesagt. Es war ein sehr schweres Jahr. Es war ein Jahr der Hölle. Tanja Maljatschuk liest auch Textpassagen aus ihren Büchern vor. Die Geschichten sind schwierig für Jugendliche, aber auch essentiell, meint sie. Die literarische Verknüpfung zu ihrer Heimat sei ihr aber wichtig und diese auch im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Wenn man die Heimat einmal verliest, verliest aber die Heimat einen nicht. Und in meinem Fall war das immer schon so. Ich habe mich sehr als Ukrainerin immer definiert und wurde definiert auch im deutschsprachigen Raum. Und es wurde auch irgendwie erwartet von mir, dass ich als Ukrainerin spreche. Und es gab in diesen Zeiten so viele Tragödien, die man hatte das Bedürfnis im deutschsprachigen Raum darüber zu hören. 10 Sängerinnen aus einem ukrainischen Frauenchor begleiten die Autorin. Auch sie sangen ein Lied aus ihrer Kultur. Damit präsentieren sie ein Stück ihrer Heimat. Ihre Heimat, die sich seit einem Jahr im Ausnahmezustand befindet. Dieses Jahr voller Angst hat auch bei Sängerin Ludmila Koroschenko Spuren hinterlassen. Gut, как уже у нас в Украине война. Morgen ist es ein Jahr Krieg in der Ukraine. Das ist sehr emotional für mich. Jeder Morgen fängt für mich damit an, dass ich die Nachrichten lese. Am schlimmsten sind die Nachrichten, dass Kinder oder junge Leute gestorben sind. Die Schülerinnen und Schüler sind von der Autorin und ihren Geschichten berührt. Natürlich besonders die, die selbst aus der Ukraine geflohen sind und hier Deutsch lernen. Sie finden es gut, dass über das Thema gesprochen wird. Das war gut und ich bin so... Ich habe so gute Gefühl, weil alle Leute, wo sitzen in der Aula, hat also leise sein und hören. Ja, das ist sehr, ich weiß nicht, wie ich sagen, sehr gut für mich. Was es aber wirklich heißt, wenn in der Heimat Krieg herrscht, kann man als Außenstehende nicht gänzlich begreifen. Aber der Versuch, mit den Schülerinnen und Schülern über den Krieg zu kommunizieren, ist etwas Positives. Etwas, was auch in der Zukunft beibehalten werden soll. Es ist sehr schwierig, vor allem weil wir so emotional beladen sind. Und ob jemand, der den Krieg nicht erlebt hat, ob man das versteht, ob man das annehmen kann. Ja? Aber zumindest es ist toll, dass die Kinder tatsächlich da waren, dass sie gehört haben, dass sie zugehört haben. Es war wirklich sehr still im Raum. Und ich hoffe, dass es einfach eine Vermittlung eines Leides ist. Und wir sind ja alle Menschen und wir müssen über unsere Emotionen, über unsere Tragödien auch miteinander sprechen können. Wir müssen das lernen. Tanja Maljatschuk und der ukrainische Frauenchor haben den Jugendlichen ihre Kultur und ihre Geschichten näher gebracht. Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Interesse am Austausch von Kultur und Erfahrung sollte auch weiterhin beibehalten werden.